Morgen. So, es geht wieder weiter bei uns. Mein Müsli jetzt gerade geholt, wollte ich jetzt eben frühstücken, aber vorher noch kurz was zeigen. Der Schrank, er steht. Er ist auch fest an der Wand. Das mit dem Bohren hat geklappt heute Morgen. Ich drehe das mal kurz um, dann kann ich das besser zeigen. Zack. Und zwar haben wir das da angebaut. Das klappt super. Hab die längeren Dübel gekriegt. Das ist auch oben fest jetzt. Allerdings fehlt mir jetzt, habe ich hier unseren Wasserhahn. Und ich weiß, wo ich ihn hingetan habe. Da hinten liegt er. Das ist das schöne Stück. Jetzt habe ich das ausgepackt, geguckt und musste leider feststellen, dass dieser Pömpel fehlt, der von unten halt das Wasser, wo man Wasserstopp halt machen kann und Wasser in den Spülpfannen laufen lassen kann. Das fehlte jetzt natürlich. Ja, sehr ärgerlich. Muss ich nachher nochmal, muss ich eh los wegen dem Trampolin, das verbinde ich dann. Da hole ich mir auch einen gescheiten Ziffern. Da ist nämlich so ein Plastikding jetzt noch hier. Das möchte ich da nicht mit mehr Metallrohr holen. Und so startet unser Tag. Heute wollten wir den Pool aufbauen, schon mit anfangen. Rasenmähen eventuell, schmeiße ich die Dente jetzt gleich schon an und fange schon mal an. Aber jetzt wird erstmal gefrühstückt. Gesundes Essen am Morgen. Ein paar Mal die Woche. Moment, da. Kamera ist heute ein bisschen langsam. Ja. Das gibt's jetzt zu futtern gleich. Papa ist im Kampf mit Smurfy. Smurfy muss ja leider immer noch an der Leine bleiben. Und er hat irgendwas gewittert und verheddert sich jetzt immer mit der Leine. Was machst du? Jetzt hier die Sense fertig. Albino? So, das ist diese Sense, die haben wir aus Deutschland mitgebracht. Ja, macht der Papa da. Und wir gehen gucken. Jetzt geht das gleich ganz laut, Livia. Kann er sich das umhängen? Die war jetzt lange außer Gefecht, ne? Ja. Er sagt Helm. Er sagt Qualm. Etty hat Angst. Livia auch. Etty, willst du rein? Smurfy? Oh. Ettigung, warte mal, Bernd, warte, bevor du startest. Der Etty muss rein. Der Smurfy muss rein. Willst du mit ihm reingehen oder kannst du ihn reinbringen? Ja. Oh. Warte, Etty, wir müssen dem Papa seine Brille holen. Als Augenschutz eben. Wo ist die Brille, Livia? Hier. Hier ist die Brille für den Daddy. Etty, komm mal her. So. Ja, in den Baumarkt. Willst du euch auf die Liste schreiben? Ja, machen wir, ne? Die braucht der Papa. Hallöchen, Popöchen, die Musik aus, dann hört ihr mich besser. So, wir waren wieder ein bisschen fleißig und zwar im Badezimmer bin ich jetzt nicht weitergekommen, weil der Pömpel gefehlt hatte und ich brauche noch einen zweiten, so eine Verlängerung für den Siphon, das fahre ich jetzt gleich in die Stadt holen. Ich habe gerade die Nachricht gekriegt, hurra, hurra, das Trampolin ist da. Dann haben wir hier im Schuppen auch noch ein paar andere Sachen gefunden, unter anderem, wie nennt sich das hier? Wurfzelt? Ja. Wurfzelt habe ich gefunden. So eine Strandmuschel.
Dann habe ich auch Besteck gefunden und ein paar andere Sachen. Die wurden schon teilweise doppelt gekauft, haben so Unterleger und Besteck. Dann haben wir alles für unseren Pool soweit. Tada! Den haben wir auch schon aufgebaut, es ging überraschenderweise schnell. Eine gute Anleitung dabei. Da werden wir heute dann nachher vielleicht oder morgen spätestens anfangen mit Wasser einlaufen lassen. Da muss ich das Wasserwerk anschließen. Und dann habe ich ja schon gezeigt in einem Haul, dass wir da im Baumarkt für waren und das geholt haben, so ein Hauswasserwerk. Dann fahre ich gleich, wenn ich jetzt das Trampolin abhole, wollte ich noch ein paar Steine holen, so Pflastersteine, damit ich für die Mama ihre Wäschespinne einbetonieren kann. Die Poolmatten, die wir geholt hatten, tauschen wieder um, weil ich zu viele geholt hatte. Aber mit Kassenbon kann man das umtauschen, das ist kein Problem. Und was steht heute sonst noch an? Ja, viele Kleinigkeiten wieder. Ich hoffe, ich kriege das Waschbecken heute fertig und eventuell, so hoffe ich, kriege ich das Trampolino aufgebaut. Aber wenn das die Anleitung so gut war wie beim Pool und wie beim Küchentisch, wie beim Waschbecken, den Tisch, dann klappt das auch. So, jetzt trinke ich mir noch ein Käffchen und dann werde ich eine Liste machen, weil ich auch noch ein paar Eier kaufen wollte, ein bisschen für mich die Gedönswurst. Und dann werde ich berichten später. Kuckuck, nochmal Kuckuck. So, wir waren in Salaegerszeg und haben das Trampolin bekommen. Yay, ich zeig's euch. Das Trampolin lasst bitte drin. So, da ist das schöne Ding. Tada. Tada. Dann haben wir noch ein paar Ziegelsteine geholt und ein paar andere Sachen, die zeige ich in einem separaten Video. Ein bisschen Kies, ein bisschen dies, ein bisschen das. Dann mache ich für die Mama die Wäschespinne spitz. Ach, fest spitz, Wäschespinne, ich bin spitz. Da sitzt euer größter Fan, der Ettigong. Der chillt sein Leben. Ja, das werde ich alles anbringen. Da habe ich noch einen Siphon geholt und einen Anschluss fürs Waschbecken. Das werde ich gleich noch anbringen, wenn ich das schaffe. Mal gucken. Frisch gebadet, den Abend ausklingen lassen. Tada! Das Trampolin ist fertig. Die Sonne geht schön unter. Es ist herrlich. Hier noch ein paar Sachen, die werde ich jetzt noch wegräumen nach und nach. Dann werde ich das Waschbecken noch fertig machen. Das werde ich euch morgen dann zeigen. Für heute reicht es so. Wenn ich gucken, wann ich das mache, wenn ich dann später so dunkel ist, dann ist das immer doof. Noch zu filmen, aber das kann ich euch ja morgen früh zeigen. Wie gesagt, das Trampolin ist fertig. Das war das, was wir heute schaffen wollen. Der Pool ist fertig. Dann lassen wir morgen Wasser einlaufen. Ach, Entschuldigung, hab heute gemäht hier. Die Wäschespinne werde ich morgen fertig machen und einbetonieren. Ich muss den Schuppen jetzt noch zumachen, die Sachen wegräumen hier. Die Pappen klein reißen. Morgen wird gebrannt. Und dann lassen wir den Abend ausklingen. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend. Viel Spaß bei der Michaela gleich. Und sage mal, bis morgen. So, Fluch nochmal. Fluch nochmal. Warum? Ich darf schon nicht mehr so richtig fluchen. Dann sage ich lieber nur alles Aha und so. Warum darfst du nicht mehr richtig fluchen? Weil du hast gesagt, dass ich soll nicht so viel fluchen. Aber du hast deinen Zuschauern versprochen, du wirst auf diesem Kanal. Ach, das ist. Ich hab schon beendet. Ach so. Best of AA. Alter, verdammter. So früh schaltet er euch aus. Ich habe jetzt gerade erst beendet meinen Vlog. So fleißig bin ich. Ach, mein Gott, ey. Da zeigt er eine große Verletzung. Ja, das ist nicht groß, es tut halt weh. Es war gerade zugewachsen. Jetzt präsentieren das Wasser. Igo Mart heute. Oh. Ich habe mal Wasser getan. Super.